Dejan un resto de tomo. Todo lo que pasa. Geht denn das hier weiter oder wie? Oder machen Sie bitte die zweite Kasse auf? Was ist denn hier los? Sowas bediene ich nicht. Die Filmvorführung Kriegerin lockte am 13. Januar zahlreiche Besucher in das Filmmuseum in Bitterfeld-Wolfen. Und obwohl es sich dabei um das Debüt von Absolventen der Potsdamer Filmhochschule handelt, hat der Film schon jetzt erste Auszeichnungen erhalten. Für den Gewinner des Förderpreis Deutscher Film und Drehbuchautor David Wlent ist es mehr als nur seine Abschlussarbeit gewesen. Der Film über Rechtsextremismus beleuchtet ursächliche Faktoren und zeigt deutlich, dass die Probleme dieses Milieus weit in alle Geschäfts- und Altersschichten vorgedrungen sind, so Wlent. Es handelt sich dabei nicht nur um ein Jugendphänomen. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Film auch für Jugendliche interessant ist. Es ist ein Spielfilm, der ein jugendgerechtes Milieu zeigt, der sich mit Problemen, die Jugendliche haben, auseinandersetzt. Und ich glaube, dass viele Jugendliche auch eigene Erfahrungen durchaus in so eine Diskussion über die Hintergründe mit einbringen können. Deshalb kann ich mir vorstellen, und die Filmemacher haben das ja auch gesagt, sie haben den Film für junge Leute gemacht, dass das durchaus auch ein Film ist, der attraktiv für junge Leute ist. Gerade der Mythos der Kameradschaft untereinander locke viele Menschen in die rechte Szene, so der Regisseur. In Kriegerin soll speziell dieses Thema aufgegriffen und entschärft werden. Gerade die Gewaltbereitschaft der Rechtsextremen wird schon in den ersten Szenen deutlich. Probleme mit Freunden und Verwandten und der psychische Druck sind nur einige Gründe, warum sich nicht nur die Jugend zu dieser Gruppierung hingezogen fühlt. Doch und darauf legte der Regisseur David Wlent großen Wert. Diese Gewalt gibt es auch in den Gruppen untereinander. Dennoch besteht der Film, welcher ab dem 19. Januar in den Kinos zu sehen ist, nicht nur aus Szenen von Hass und Brutalität. Ja, es ist ein sehr ehrlicher Film, der ziemlich schonungslos zeigt, wie ein bestimmter Ausschnitt der rechten Szene funktioniert. Hier wird sehr viel Gewalt gezeigt, nicht nur gegen andere, sondern auch innerhalb der rechten Szene. Insoweit bin ich dankbar, dass es diesen Film gibt, dass dieser Film gemacht worden ist. Vielleicht auch als Anlass, als Möglichkeit, um auf der Grundlage dieses Films mit Jugendlichen insbesondere ins Gespräch zu kommen. In einer anschließenden Diskussionsrunde konnten die Zuschauer unter anderem dem Regisseur und dem männlichen Hauptdarsteller direkt Fragen zum Film stellen. Einige Handlungsorte des Films dürften dem Publikum dabei durchaus bekannt vorkommen, denn viele Szenen wurden hier in der Region, zum Beispiel in Wolfen oder Solnitz, gedreht. Doch nimmt der Rechtsextremismus in der Region bzw. in Sachsen-Anhalt tatsächlich solche Ausmaße an, wie im Film dargestellt? Ja, Sachsen-Anhalt hat im Vergleich zu anderen Bundesländern eine hohe Zahl von Straftaten pro Kopf der Bevölkerung. Wir haben leider den Fakt, dass wir immer wieder Demonstrationen von Rechten haben, die offensichtlich auch hier in dem Land eine Basis finden, um ihre Parolen loszuwerden. Deshalb gibt es seit vielen Jahren eine Vielzahl von Projekten gegen Rechtsextremismus. Die Landesregierung hat ja schon in der letzten Legislaturperiode Maßnahmenbündel beschlossen, sodass in allen Bereichen immer wieder Initiativen, Projekte stattfinden, um Initiativen gegen Rechtsextremismus zu erreichen. Aber wir brauchen natürlich auch die Unterstützung, die Mitwirkung der gesamten Gesellschaft, um zu erreichen, dass sich die Rechten hier in Sachsen-Anhalt nicht wohlfühlen. Auch der Produzent des Films Kriegerin, René Frotscher, ist der Meinung und schloss den Abend mit den Worten: Wir brauchen mehr Initiative, das war unsere.